Willkommen zu Splatoon 2. Das nächste Splatfest steht an. Und zwar, Gürkchen auf den Burger sind widerlich gegen Gürkchen auf den Burger sind lecker. Ich glaube, das war der originale Wortlaut. Hier sehen wir es auch nochmal. Oh ja, das war der originale Wortlaut. Und oh mein Gott, ist dieses Thema scheiße. Ja. Die Amerikaner haben das Splatfest-Thema Geld gegen Liebe. Und wir kriegen sowas. Oh Junge. Dabei fing es eigentlich relativ gut an, was die Themen angeht hier in Splatoon 2. Und jetzt... jetzt lassen sie anscheinend wieder nach. Wie dem auch sei, eigentlich würde ich das ja streamen, das Splatfest. Aber ich habe dieses Mal absolut keine Zeit gefunden und auch absolut keinen Bock dazu. Möchte euch aber dennoch dieses Splatfest nicht vorenthalten. Wenn ihr noch mitspielen wollt, dann geht das wahrscheinlich schon gar nicht mehr, weil dieses Video wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel später erst online kommen, wenn das Splatfest schon lange gelaufen ist. Man sieht, ich habe auch schon ein bisschen gespielt. Ich weiß auch nicht, ob sich der glorreiche Anti-Gurken-Fan, also ob wir den höchsten Rang, den Fanclub-Leiter jetzt in diesem Part erreichen werden oder nicht. Ich werde mir natürlich wieder den höchsten Rang holen. Lass einfach mal gucken. Spielerisch, allein wie ich jetzt schon gespielt habe, habe ich das Gefühl, dass auf jeden Fall die andere Seite, Gurken sind lecker, definitiv vorne liegt. Also allein was die Wins und Loses angeht, ich habe definitiv öfter verloren als gewonnen. Als Anti-Gürkchen-Fan, allgemein ist es mir relativ egal. Ich bin auch gar nicht so ein großer Burger-Fan. Deswegen, ich finde dieses Thema einfach so dumm. Es tut mir leid, aber... warum? Ich versteh's nicht. Das ist... klar, die Amerikaner haben Geld gegen Liebe. Das war ein Splatfest-Thema aus Splatfest, aus Splatoon 1. Ja, dann recycelt doch lieber so ein cooles Thema, anstatt hier nochmal so... ich verstehe es nicht. Wie dem auch sei, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, auf welcher Seite ihr denn standet. Allgemein haben wir auch eine bessere Qualität dieses Mal beim Splatfest. Sehen wir es einfach so. Es gibt zwar keinen Livestream zu dem Splatfest, aber wir haben deswegen eine bessere Qualität. Mir entscheidet, dass ich nicht auf eure Kommentare in dem Sinn eingehen kann. Weil ich bin halt immer echt gerne in den Livestreams eingegangen auf euch. Hilft halt jetzt nichts. Müssen wir durch. Und ich hoffe einfach, dass ich bald mal wieder Zeit finden werde für einen Livestream. Und wir dann einen Livestream machen werden. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Warum bist du nicht tot? Wie auch immer ich das jetzt noch geschafft. Die wurden eine Millisekunde, bevor sie mich getötet haben, angezeigt. Sehr schön. Ja, so viel dazu. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und dann hat sich die Sache. Wie gesagt, keine Zeit gefunden für Livestream. Allgemein, der Bock auf Splatoon hält sich leider auch gerade extrem in Grenzen. Ich habe absolut keine Lust auf Splatoon. Als ob der da oben... tschö. Als ob der es geschafft hat, da oben jemanden zu killen. So. Mach die Regenwolke. Und ich glaube, wir machen einfach 5 Matches, habt dann einen kleinen schönen Part. Könnt euch ein bisschen was angucken abends. Und dann passt das schon. Komm, versteck dich hier im Eck. Ja, und wiedersehen. So funktioniert das. Das sieht nicht gut aus. Sieht nicht aus, als würden wir es gewinnen. Wenn ihr mich fragt. Naja, einfach mal abwarten. Einfach mal abwarten. Ja. Ansonsten, eigentlich ist alles gesagt. Wenn ihr wollt oder nicht, dann bleibt dran. Genießt das Splatfest, ich bin tot. Naja, es sieht überhaupt nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, wir verkacken das. Ah, da sieht man mal wieder, wie gut Team keine Gürkchen ist. Ich sag's euch, der Skill liegt im Gürkchen. Esst immer brav eure Gürkchen. Und dann werdet ihr auch das Splatfest gewinnen. Nur so, ne? Seid brave Gürkchenesser. So. Dödöp. Wir färben den Baum ein.
Ich hätte die Regenwolke ja schon viel früher losschicken sollen. Fällt mir gerade ein, weil dann hätte ich jetzt schon die nächste aufgefüllt. Leicht, langsam. Oder? Ne, die füllt erst auf, wenn die andere abgelaufen ist. Aber wir sind am Gewinnen. Dieses Splatfest ist echt merkwürdig. Ich möchte euch auch mal ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ihr kennt mich ja, wie ich Splatoon spiele. Ich habe relativ häufig verloren diesen Splatfest und, naja, war der Meinung, ich bin nie wirklich selbst dran schuld gewesen, sondern eher meine Teamkollegen. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, ach komm, scheiß drauf. Ich mache einfach mal eine komplette Runde gar nichts. Ja, wir haben die Runde gewonnen. Ich bin wirklich die komplette Runde nur am Spawn im Kreis gerannt. Wir haben gewonnen. Dieses Splatfest ist verdammt merkwürdig. Nun denn. Was könnte ich sonst noch sagen? Es sind ja relativ viele Leute, die vielleicht Splatoon gucken und deswegen vielleicht die ein oder andere Nachricht von mir gerne hören würden, was so los ist. Ich habe eine Umfrage gemacht, ob ich Lego City Undercover Let's Playen soll oder nicht. Die Umfrage ist wahrscheinlich schon beendet. Ich weiß es nicht. Wir werden einfach mal abwarten. Es gibt ja auch derzeit die Gerüchte, dass eine neue Nintendo Direct ansteht. Die kommende Woche, also jetzt die ersten Ferien bei mir. Ich habe schon gehört, bei den manchen sind die Ferien schon wieder vorbei. Bei mir gehen die Ferien jetzt los. Also Freitag sind sie losgegangen. Das war vor 2 Tagen, weil ihr seht dieses Video wahrscheinlich am Sonntag. Sind bei mir die Ferien losgegangen. Eine Woche. Und wär schön, wenn da eine Nintendo Direct kommen würde. Würde ich sehr begrüßen, weil, naja, wir haben keine Projekte mehr auf dem Kanal. Der Kanal ist irgendwie ganz schön ruhig geworden. Wir haben Ahead in Time, ist ein gutes Let's Play. Oder, ja, allgemein, alles was läuft, ist derzeit ein gutes Let's Play. Aber, ne, das sind kurze Spiele, die relativ schnell wieder vorbei sind. Und deswegen hätte ich gerne mehr Projekte. Ja. Und da wäre es natürlich schön, wenn Nintendo da mal der Meinung wäre, was rauszubringen. Deswegen Nintendo Direct. Ich hoffe wirklich, dass es eine Nintendo Direct geben wird mit Mario plus Rabbids, dem DLC. Das hoffe ich tatsächlich sehr, damit wir dieses Projekt weitermachen können. Ansonsten werde ich wahrscheinlich Lego City Undercover starten. Also es waren ja 7 dafür, 3 dagegen. Sind immer noch die Mehrheit dafür, also es ist definitiv kein Unentschieden oder es ist definitiv auch nicht knapp. Deswegen bin ich der Meinung, es passt. Die Interesse für Lego City Undercover 100% von der Nintendo Switch Version ist teilweise da. Vielleicht schalten auch die einen oder anderen dann ein, die auf Nein gedrückt haben, weil, weiß ich nicht, ist immer so. Es sind immer auch, ne, ich kenne mich ja auch persönlich, ich sag dann auch persönlich immer so, ja, wenn das jetzt schon gestartet hat, das Let's Play, und an sich, ob ich es mir jetzt angucke oder nicht, ich kann ja das ein oder andere Mal reingucken. Ne? Das sind so immer meine Gedanken, wenn irgendjemand ein Let's Play gestartet hat. Deswegen, an sich ist es relativ egal, ob ich es jetzt starte oder nicht. Das hängt jetzt ganz davon ab, ob dieses Gerücht mit der Nintendo Direct sich bewahrheitet oder eben nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass es sich bewahrheitet, wie bereits gesagt, weil ich brauche die Spiele. Mein Kanal stirbt. Nix los. Nix los einfach. Das merkt ihr ja auch. Ansonsten, ne, Head in Time endet bald. Was haben wir dann sonst noch? Ich weiß gerade nicht, was hatten wir noch? Irgendein Let's Play hatten wir sonst noch am Laufen. Ist das dein Ernst? Ist da jemand? Ich weiß nicht, ich glaube, da ist niemand. Als ob wir das schon wieder verlieren. Was macht mein Team? Tschö. Alexi Bexi. Alex Beard. Da ist eine Bombe. Hi, geh hoch. Damit wir das direkt einfärben können. Was macht mein Team? Ja, klar. Ja. Ja, so viel dazu, ne? Ist spaßig. Absolut. Und da soll man dann nicht irgendwann frustriert sein und einfach nichts mehr machen. Ich verstehe schon. Ich verstehe es schon. Splatoon 2. Ein Top-Spiel. Vor allen Dingen, wenn du halt keinen Bock drauf hast. Wenn das Splatfest genau zum falschen Zeitpunkt kommt und du absolut keine Lust auf dieses Spiel hast.
dann hast du ein großes Problem. Und genau das ist halt mit diesem Splatfest jetzt hier bei mir passiert. Wir haben jedes Splatfest gemacht, das Livestream. Jetzt kann ich doch auch ruhig mal eins auslassen und als Video bringen. Ich glaube, das ist nicht so wild, würde ich jetzt behaupten. Gibt definitiv Schlimmeres. Du bist weg. Nein, eben nicht. Aber die Bombe. Das war meine Bombe sogar. Ja. Persönlich würde ich jetzt nicht behaupten, ich wäre schuld an dieser Niederlage. Ihr seht ja auch, wo meine Teamkollegen hinrennen. Hier ist jemand, der das komplette Schlachtfeld ist hier frei. Und die kämpfen da irgendwo am Anfang. Ich habe doch auch keinen Plan, warum und weshalb. Ja. Sind halt gute Teamkollegen. Ansonsten, ihr seht es ja auch im Banner, was ich auch noch ankündigen kann. Orient the Blind Forest wird definitiv starten. Da will ich noch Orient the Blind Forest Let's Playen, 100%, bevor Orient the Will of the Wisps erscheint, dieses Jahr. Und deswegen wird Orient the Blind Forest starten. Weil es gibt ja sowieso nichts Großartiges bis auf Kirby dann, wenn Kirby irgendwann rauskommt. Deswegen, ja. Machen wir einfach Ori in der Zwischenzeit. Ich habe es ja eben Banner schon drin. Vor allen Dingen, ich habe ja auch einen neuen Banner. Den Kirby-Banner, den ich gemacht habe. Ich bin relativ stolz drauf. Ist ein guter Banner wieder geworden. Und da ist schon Ori drin. Startet auch. Ich denke, es startet alles nächste Woche. Also Montag. Könnt ihr damit rechnen. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich da auch Lego City dann schon starten werde. Mal gucken, ihr könnt vielleicht auch noch abstimmen. Vielleicht habe ich noch nicht aufgenommen Lego City oder noch nicht gestartet das Let's Play. Dann klickt euch doch einfach mal zurück in die Infokarte von Sonic Forces Part 21. Dort war die Umfrage, ob ich Lego City Undercover Let's Playen soll oder nicht. Ich denke, jeder hat es mitbekommen. Ich habe damit auf Twitter gespammt, ich habe damit auf Discord gespammt. Ich habe sogar in den nächsten Parts erwähnt. Ich habe es in der Head in Time erwähnt. Also, wer das nicht mitbekommen hat, die Umfrage, der ist inaktiv auf meinem Kanal. Ganz eindeutig. Ein bisschen traurig, dass es nur 10 Leute sind, die teilgenommen haben. Bei 2000 Abonnenten. Vor allen Dingen gucke ich euch da an, meine SpongeBob-Fans. Wenn ihr wollt, dass nochmal ein SpongeBob-Let's Play kommt, dann solltet ihr mich unterstützen und nicht direkt abschalten jedes Mal, beziehungsweise meine Videos gar nicht gucken. Und ansonsten könnt ihr euch einen anderen SpongeBob-Let's Player suchen. So sieht's aus. Dann kommt kein SpongeBob mehr, weil wenn ihr nur SpongeBob guckt, ich komme schon wieder auf das Thema, aber es ist halt genau der Grund. Ich sollte bestenfalls all meine SpongeBob-Videos löschen und alle Leute, die mich dann noch finden, sind definitiv Nintendo-Fans und nicht SpongeBob-Fans. Meine Güte, hey, der da unten spielt mit einer Splatling. Da sieht man tatsächlich auch selten Leute, die mit einer Splatling spielen. Das freut mich, weil normalerweise Splatling hier beim Einfärben, ja, nicht gerade eine Top-Waffe. Deswegen, vielleicht haben wir ein bisschen bessere Chancen, hier dieses Match zu reißen. Man muss mit der Splatling umgehen können, beim Einfärben. Beim Einfärben muss man mit der Splatling umgehen können, weil ansonsten kannst du einstecken. Ansonsten kannst du definitiv einstecken. Ich spiele natürlich wieder mit meinem Carbon-Roller. Meine Standardwaffe ist nichts großartig Neues rausgekommen, deswegen, ja, bleibe ich bei meinem Roller. Er hat sich ja bis jetzt bewahrheitet. GG. GG. Der hat coole Schuhe. Mit den Effekten. Ist ja auch der einzige Effekt, der mir noch fehlt. Den hätte ich nämlich auch gerne dreimal auf einer Kleidung. Mich kriegst du nicht! Wo ist er? Der war doch irgendwo hier. Ja. Vielleicht kommt er irgendwo ums Eck. Ich sehe es schon kommen. Oder ich komme irgendwo ums Eck. Nice. Sehr schön. So. Egal, ich habe meine Regenwolke noch geworfen. Ich sehe das als einen positiven Erfolg. Sehr schön. Wir gewinnen das niemals. Wir gewinnen das niemals. Tschö. Wie auch immer wir das gewinnen sollen, das klappt nicht.
Komm schon, färb ein. Das hier ist nebenbei erwähnt die neue Wandelzone. Was halte ich von der neuen Wandelzone? Das kann ich noch kurz erwähnen. Das habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Ich finde sie mega cool. Sie ist nicht so verwirrend wie die sonstigen Wandelzonen. Und vor allen Dingen haben wir diese Waffen hier, ne? Ihr seht's, diese Kanonen aus dem Salmon Run, in die man ja reingehen kann. Und dann kann man da so ein bisschen rumschießen, wenn man Tinte hätte. Also schon relativ, als ob ich jetzt den nicht tot krieg. Pickelrick. Okay. Pickel. Das ist, glaube ich, der englische Name für Gürkchen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ist eine coole Map. Wobei ich die Kanone in der Mitte halt echt unnötig finde, weil da geht niemand rein in die in der Mitte. Das ist Suizid, wenn du da reingehst. Deswegen wollte ich auch so schnell wie möglich da wieder raus. Ich wollte es euch aber dennoch mal kurz gezeigt haben, dass man da rein kann. Ist halt wie im Salmon Run. Ja. Yay. 7 Punkte sogar für den Sieg. Warum das denn? Naja, zurzeit sieht's gut aus. Ich glaube, 2 gewonnen, 1 verloren. Ich glaube, wir machen 5 Matches. Bedeutet noch 2. Wenn ich jetzt noch 1 gewinne, dann sieht's gut aus. Die Bilanz. Am Ende. Der Durchschnitt. Ja, ich könnte die Ladesequenzen rausschneiden. Tue ich aber nicht. Haben wir schon auf Manta Maria gespielt? Ich glaube heute noch nicht. Die Moränentürme sind leider erst um 4 Uhr. Und so lange will ich definitiv nicht wach bleiben. Auch wenn ich echt gerne auf dem Moränentürm spielen würde. Oh shit! Ein Level 84er! Ja klar. Ich finde es ja allgemein schon gestört, dass das höchste Level jetzt einfach Sternchen 99 ist. Habt ihr schon jemals einen Sternchen 99er gesehen? Ich nicht. Der muss ja richtig gesuchtet haben. Wie viele Spielstunden hat denn der? Das ist so ein Sternchen 99er. Ich weiß, ich spiele nur Standardkampf. Also wenn ich Splatoon spiele, spiele ich nur den Standardkampf hier mit dem Einfärben. Da kriegt man natürlich nicht so viele Punkte, als wie wenn ich jetzt, ne, Rangkampf spielen würde. Rangkampf gibt viele Punkte. Vielleicht machen wir das mal als Livestream. Das kann ich mir relativ gut vorstellen, weil das würde ich gerne mal machen, dass wir uns in allen Rangkampf-Dingern auf Rang S arbeiten. Also alle verschiedenen Rangkampf-Modi, dass wir uns da den Rang S holen. Ja, super. Und jetzt haben wir einen Disconnect. Nice. Das war knapp. Ist der noch da? Weiß es nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, wir haben einen Disconnect. Das kannst du gleich vergessen. Außer die Gegner haben so einen Kack-Sniper, der nichts auf dem Kasten hat. Dann hätten wir noch Chancen, aber so... So wird das schwierig, das noch zu gewinnen. Wir haben sogar 2 Disconnects. Ja. Spontan würde ich sagen, dieses Match zählt nicht, aber... Ja. Ey, mit 2 Disconnects. Was? Warum? Ja, wir haben keine Chance. Halt wirklich nicht. 2 Disconnects. Super. Nee. Das ist lächerlich. Wenn ich die Gegner jetzt auch noch 2 Disconnects bekomme, dann ist das doch allgemein relativ unfair. Für alle, die nicht wissen, warum Disconnect, warum weiß der, dass das ja 2 Disconnects hat in seinem Team? Oben sind ja die Charaktere aufgezeigt. Und 2 Charaktere sind schwarz bei uns, also bei den Lilanen. Und die Waffe ist trotzdem in Farbe. Wenn man stirbt, dann wird die Waffe auch ausgegraut. Man sieht es jetzt beim Gegnerteam, beim Junior Klexer, ist die Waffe ausgegraut und so ein X. So sieht es ja auch bei uns aus, nur abgesehen davon, dass die Waffe halt noch immer in Farbe ist. Und das bedeutet, dass das ein Disconnect ist. Ja. Ich weiß nicht, warum mein Teamkollege noch
versucht, irgendetwas zu reißen. Weil wir haben ja eh keine Chance. Es klappt ja eh nicht. Wir sind absolut aufgeschmissen. Ja. Ein Wunder, dass sie nicht weiterkommen. Ich glaube, die kommen gar nicht hier hoch, ne? Ah. Naja. Ich find's lächerlich. Absolut lächerlich. Oh Junge, dieses Match wird verloren. Ich hätte ja noch so viel umentscheiden können bei diesem Match. Der Typ hat sogar 10 Kills noch alleine geschafft. Krass. Respekt. Tut mir leid, dass ich keine große Hilfe war, aber... 2 Disconnects. Nun gut, dann... haben wir auch ein trauriges Match drin. Eins, bei dem man absolut verarscht wurde, wieder von den Nintendo-Servern. Ich möchte nochmal betonen, wir müssen bald für diese Server zahlen. Und das Spektakel wiederholt sich. Hoffentlich nicht! Hoffentlich nicht. Ich hätte gerne noch einen Sieg. Vor allen Dingen, es war, glaube ich, sogar ein Sieg gegen Gurke, ne? Also gegen die Gurkenfans. Also, dass die Gurkenfans gewonnen haben gerade. Und das, weil wir 2 Disconnects hatten. Also, wenn das in die Bewertung mit einfließt, dieses Match, dann fühle ich mich verarscht. Weil zu zweit ein Match reißen... Natürlich, Nintendo. Da will ich mal... Das will ich von euch sehen. Wie ihr zu zweit ein Match reißt. Vor allen Dingen, wie schnell war der denn jetzt bitte da? Ja. Das Spiel frustet mich tatsächlich nur noch. Ich weiß nicht. Die sind alle viel zu gut und... Ich persönlich... Kann nix. Weiß nicht. Vielleicht ist es auch nur gerade der Fall, weil ich gerade wieder eben wegen dem Splatfest zu dieser Runde Splatoon gezwungen werde. Weil ich will ja überall beim Splatfest den Fanclub-Leiter-Rang haben. Und ich bin halt einfach überhaupt nicht in Laune. Es gibt halt einfach Tage, an denen, weiß ich nicht, da ist es nicht so schlimm, wenn man nur fertig gemacht wird. Und dann gibt's Tage, an denen will man das halt einfach gar nicht. Alter, kann dieser Pisser sich da oben mal verpissen? Danke. Vor allen Dingen, was machst du hier? Wie dem auch sei. Ich glaube, es ist alles gesagt, was ich sagen wollte. In diesem Video. Es tut mir leid, dass es keinen Livestream gibt. Aber... Ja. Hat sie nicht einrichten lassen. Und... Andererseits, ich habe auch absolut keinen Bock. Man merkt's. Ich bin froh, wenn ich das jetzt hier geschafft habe. Das Video tatsächlich. Und... Dann hole ich mir offscreen noch den... Fanclub-Leiter-Rang. Und dann fasse ich das Spiel bis zum nächsten Splatfest wahrscheinlich eh nicht mehr an. Ja.
Ich verkack das noch, ne? Sieht nicht aus, als hätten wir es gewonnen. Wobei... Oh, Junge! 0,6%. Damit haben wir ein episches Finale. Würde ich mal behaupten. Für dieses Video. 3 gewonnen, 2 verloren. Das kann sich sehen lassen. Hoffentlich sind die Antigürkchen siegreich. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich seid ihr bei weiteren Videos dabei. Ich kann ja hier nicht sagen, bei weiteren Parts von Splatoon 2, weil es werden keine weiteren Parts kommen. Hoffentlich nur Livestreams. Und bis dahin. Schönen Abend noch.